Hallo YouTube, hallo liebe Mitspieler, herzlich willkommen hier bei Nickfrei zockt Let's Play auf meinem Kanal. Und wenn ihr meinen Kanal seht, dann wisst ihr, es ist wieder soweit für ein Status-Update. Status-Updates sollten bei mir zwar nicht immer im 4-Wochen-Rhythmus kommen, also das ist jetzt nicht mein Ziel, alle 4 Wochen so ein Status-Update zu machen, aber irgendwie schaffe ich es dann doch, hier mal so 4 Wochen nach meinem letzten nochmal ein Status-Update aufzunehmen. Und das sogar mit Berechtigung, denn ich habe einige Neuigkeiten, die ich euch mitteilen will. Und das geht eigentlich nur über so ein Status-Update. Es sei denn, ich errichte irgendwo im Internet noch einen Blog. Aber ich mach's lieber als Video. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Warum mache ich ein Status-Update? Also erstmal möchte ich Danke sagen. Und zwar den Damen und Herren, die hier oben für diese Zahlen verantwortlich sind. Ein großes Dank gilt meinen Abonnenten, die durch ihr Abonnement mir klar machen, dass sie jedes Video sehen wollen oder ziemlich alle Videos sehen wollen oder informiert werden wollen darüber, wenn ich ein neues Video hochlade. Das hat mich schon mal dazu motiviert, das ein oder andere kleine Problemchen, was da so beim Let's Playen auftaucht, nicht so wichtig zu nehmen und das einfach mal zu überwältigen, zu überwinden und dann einfach weiterzumachen, ohne groß darüber nachzudenken. Die andere Zahl, das sind die Videoaufrufe. Auch bei denen möchte ich mich bedanken, denn wenn ich genau auf meine Videos schaue, dann habe ich meistens mehr Aufrufe, wie ich Abonnenten habe. Und das bedeutet, dass mich Leute gucken, die mich nicht abonniert haben, die vielleicht gar keinen YouTube-Account besitzen. Und auch bei denen möchte ich mich bedanken, weil auch ihr habt mir geholfen mit dem Anschauen meiner Videos, dass ich das ein oder andere Problem überwinden konnte und sagen wir mal, die Motivation hatte, hier weiterzumachen und nicht wegen irgendeinem Problem alles hinzuwerfen. Denn so Gedanken können einem schon mal kommen, wenn man dann 3, 4, 5 oder 6 Tage lang nur rendert und denkt, warum wird die Qualität von dem Video, wenn ich es online stelle, einfach nicht besser, obwohl ich die Qualität im Rendern doch eigentlich erhöhe. Warum weiß ich, dass es Leute gibt, die vielleicht gar keinen YouTube-Account haben? Nun, seit 24.07. besitze ich einen YouTube-Account. Seit 31.07. mache ich Videos auf YouTube. Was war davor? Ich war ja davor auch auf YouTube, aber eben ohne Account. Und ich habe die Leute gebookmarkt, denen ihre Videos ich gut fand. Und habe immer wieder mal die Kanäle besucht, habe ihre Videos angeschaut, habe geguckt, was es dort Neues gibt. Und ich denke, so gibt es nicht nur mich, der das bis zum 24.07. so gehandhabt hat, sondern durchaus auch andere Menschen da draußen, die gerne unsere Videos schauen, aber eben keinen YouTube-Account haben. Ne? Und deshalb mein Dank auch an euch. Dazu vielleicht auch mal eine Info. Also es wird bei mir definitiv nie, na okay, sag niemals nie, sagt ein Sprichwort, aber es wird definitiv in den nächsten Monaten bei mir keine Abo-Specials geben. Also wer dann irgendwie auf die Idee kommt, mir unter irgendeinem Video zu schreiben, machst du ein 200er Abo-Special oder ein 500er Abo-Special? Ich meine, gut, das sind wir noch weit von entfernt, alles Zukunftsmusik, man weiß, ob ich die Zahlen jemals erreiche, aber ich kündige schon mal an, sowas wird es bei mir nicht geben. Und zwar zum einfachen Grund, Abonnenten sind mir zwar wichtig, weil sie mir zeigen, dass sie an meinen Videos sehr stark interessiert sind und dass sie mir folgen wollen mit dem, was ich hier auf YouTube mache. Allerdings gibt's auch Leute, die mich nicht abonnieren können und auch die sind mir wichtig. Und deshalb spreche ich auch immer gern von Mitspielern oder Zuschauern und nicht nur von Abonnenten. Also ihr seid mir alle wichtig. Ich versuche hier auch auf eure Kommentare einzugehen, wenn ihr mir was unter das Video schreibt, wobei ich diese Danke-Smiley-Geschichte für mich beschlossen habe, dass die ein bisschen bescheuert ist und dass ich die besser sein lassen sollte. Also ich meine, ich freue mich über jedes Lob, aber da immer dann Danke-Smiley drunter zu setzen, da kann ich auch einen Bot engagieren oder irgendeinen China-Farmer, heißt so schön in Online-Rollenspielen, den ich da dran setze, der einfach immer Danke-Smiley drunter schreibt und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Also wenn ich euch auf Kommentare antworte, dann möchte ich auf euer Kommentar eine richtige Antwort schreiben. Dann möchte ich auf euch eingehen, dann möchte ich mit euch kommunizieren. Und Danke und so ein Grinsesmiley ist für mich keine Kommunikation in dem Sinn. Und deshalb werde ich das in Zukunft ein bisschen eingrenzen. Also fühlt euch da jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich das bei euch nicht mache, dass ich da Danke drunter schreibe. Ich freue mich über jedes Lob, nur ich komme mir blöd vor, wenn ich 5-mal ein Lob bekomme und 5-mal mit Danke antworte. Also das irgendwie ist es ein bisschen bescheuert.
Also dazu auch nochmal halt, wie gesagt, hier eine kleine Info, dass das in Zukunft nicht mehr stattfindet. Und genauso ist das auch dann mit den Abonnentengeschichten. Also ich finde Zuschauer, ja, alle, die meine Videos gucken, die sind mir wichtig. Und nicht nur Leute, die einen YouTube-Account haben und einen Abonnieren-Knopf drücken. Ihr helft mir zwar sehr, ja, also ihr helft mir wirklich sehr, weil so eine gewisse, ich weiß nicht, das ist schwer zu erklären. Also es ist so eine gewisse Sicherheit, 58 Leute, denen gefallen garantiert meine Videos, denn sonst hättet ihr mich ja nicht abonniert. Und die anderen, das können ja auch unterschiedliche sein, die meine Videos gucken. Ja, also es muss ja nicht immer der gleiche sein, aber es wird doch welche geben, die mich eben über einen Browser sozusagen gebookmarkt haben, und auch die sind mir wichtig, auch wenn sie mir nicht Kommentare schreiben, mich abonnieren können oder sonstiges. Und deshalb werde ich immer von Mitspielern und Zuschauern sprechen und keine Abo-Specials machen, weil, ja, das würde die Leute ausgrenzen, die mich eben nicht abonnieren können oder aus irgendwelchen Gründen nicht abonnieren wollen und trotzdem meine Videos schauen. Deshalb keine Abo-Specials, das sage ich jetzt einfach mal so. Und hoffe, dass ich mich lange dran halten kann und nicht so schnell meine Meinung ändere, was das angeht. Gut, das Zweite, was ich mit euch besprechen will, das ist eigentlich das, warum ich dieses Video hier mache. Nur das andere wollte ich auch mal ansprechen. Das Zweite, was ich ansprechen wollte, betrifft meine Projekte. Und zwar Let's Play Tour de France 2012 und Let's Play Fußballmanager 12. Ich habe da so ein kleines Problem. Das Problem heißt, es sind endlos Projekte. Da bin ich da mittlerweile auch mal drauf gekommen nach 4 Wochen und habe mir mal so ein paar Gedanken dazu gemacht und habe mal überlegt, was ich noch so spielen will in naher und ferner Zukunft und bin zu dem Ergebnis gekommen, das sind irgendwie alles so endlos Projekte, alles endlos Spiele. Und dann habe ich mal so überlegt, wie viel Stress, Arbeit und so weiter ich schon habe mit den beiden Let's Plays, die ich derzeit mache. Und dann habe ich mal so grob überlegt, wenn ich die ganzen Projekte noch mache, die so in meinem Kopf rumschwirren, dann bin ich mal ganz schnell bei 5, 6, 7, 8, 9 Projekten vielleicht irgendwann. Und das dürfte ein bisschen stressig werden, was die Uploads angeht. Weil mehr wie 2 Videos pro Tag will ich eigentlich nicht. Also eigentlich will ich noch nicht mal 2 Videos am Tag. Eigentlich hätte ich gern nur ein Video am Tag. Und da sind wir dann auch schon genau bei dem Punkt. Wenn ich nur ein Video am Tag hochladen will, dann komme ich in kleinen Organisationschaos. Oder auch wenn ich nur 2 Folgen am Tag hochladen will, komme ich in kleines Organisationschaos, wo ich sage, hey, wie kriegen wir das irgendwie gebacken? Und da habe ich dann mal so ganz frech aus dem Fernsehen ein bisschen abgeguckt und beim lieben Tom.io, den ich hier als Let's Play-Freund habe, mit dem habe ich dann auch darüber mal gesprochen. Muss ja einfach mal gemacht werden. Ich will da nicht einfach irgendwie beim anderen Kanal mal vorbeisurfen und mal schnell so ein bisschen was von seinem Konzept kopieren, ohne dass ich mit der Person darüber mal gesprochen habe. Und er hat ein sehr gutes Konzept. Und auch das Fernsehen hat ein sehr gutes Konzept. Denn, also ich nehme jetzt mal das Fernsehen als Beispiel. Das Fernsehen geht hin und sagt, wir produzieren eine Serie. Irgendeine Serie, Staffel 1. Die Zuschauer gucken die und dann heißt es, okay, wir machen eine Staffel 2. Wenn die Zuschauer die nicht gucken, dann heißt es, wir machen keine Staffel 2. Und genau das ist der Punkt, wo auch jemand, der keinen YouTube-Account hat, in Zukunft ein bisschen Einfluss drauf nehmen kann, was es bei mir zu sehen gibt. Denn in Zukunft werdet ihr über die Viewzahl im Prinzip bei mir abstimmen, ob ihr das Projekt sehen wollt oder eben nicht. Ja, und damit ich da am geschicktesten bei rumkomme, sage ich mal, habe ich mir überlegt, führe ich so ein Staffelsystem ein. Alle meine Projekte werde ich in Zukunft in Staffeln produzieren. Und mit Staffel meine ich dann so 10 bis 25 Folgen von einem Spiel sind eine Staffel. Das Schöne daran ist, wenn ich merke, dass in irgendeiner Staffel ihr an dem Projekt kein Interesse mehr habt, sei es die erste oder irgendwann die 10. Dann kann ich einfach sagen, nach dieser Staffel beende ich das Projekt. Damit habe ich also immer wieder einen fixen Kontrollpunkt, macht das Projekt noch Sinn? Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, um Himmels Willen, was soll denn das jetzt? Es geht einfach nur um den Zeitaufwand. Also nur mal als Beispiel, wenn ich den Fußballmanager 12 Let's Play, dann brauche ich ja die Zeit, um den aufzunehmen. Dann brauche ich die Zeit, um den zu rendern. Dann brauche ich die Zeit, um da vielleicht einen Sound nachzubearbeiten, dass ihr kein Rauschen hört.
dann brauche ich da die Zeit, um das hochzuladen. Und die ganze Zeit, die ich in Fußballmanager investiere, die geht natürlich ab beim Radsportmanager. Und wenn ich so ein paar Projekte mehr habe, dann wird die Zeit für die ganzen Projekte immer kürzer, also die ich für ein einziges Projekt habe. Und es wäre doch schade, wenn ihr irgendein Projekt ganz toll findet, wenn ihr irgendein Spiel ganz viel sehen wollt und irgendwas anderes euch überhaupt nicht interessiert, aber die ganze Zeit, die ich für die Produktion von irgendwas brauche, was euch gar nicht interessiert, dann beim anderen fehlt. Oder seht ihr das anders? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also es würde mich schon mal interessieren, wie ihr das seht, aber ich finde ganz einfach, das, was ihr sehen wollt, ich meine, ich mache das ja auch für euch, ja, also wenn ich nur ein Spiel spielen wollte, dann installiere ich ein Spiel, dann spiele ich das Spiel. Wenn ich großes Interesse daran habe, zu dem Spiel zu erzählen, dann kann ich dazu erzählen. Und wenn ich das große Bedürfnis habe, das Spiel aufzunehmen und meine Sprache auch aufzunehmen, dann kann ich das auch machen. Aber in dem Moment, und das kann mir keiner erzählen, dass das anders ist, in dem Moment, wo ich hingehe und ein Video auf YouTube veröffentliche, will ich, dass es irgendjemand guckt. Und wenn ich will, dass es jemand guckt, ja, also jemand anschaut, dann will ich natürlich auch, dass der das schön findet, dass der das toll findet und dass der das gerne anschaut und es ihn unterhält. Und es ist doch schade, wenn meine Zeit dann in Projekte fließt, die vielleicht nur einer oder zwei Leute gucken. Und irgendein Projekt, wo vielleicht mehrere Leute sich dran erfreuen, deshalb kürzer treten müssen, weil ich so ein Projekt mache, was halt keiner sehen will. Also das finde ich halt blöd, ja. Ich meine, da brauche ich mir die Arbeit nicht mitzumachen, wenn ihr es überhaupt nicht sehen wollt. Ich lade ja nicht hoch des Hochladens willen, sondern ich lade ja hoch, um euch zu unterhalten oder mit euch zusammen was zu zocken, was euch und mir Spaß macht. Und deshalb habe ich mir gedacht, also ich mache so ein Staffelsystem mit Folgen, da komme ich immer gut aus einer Nummer heraus, wenn irgendwas mal nicht toll läuft. Außerdem kann ich das auch mal pausieren, kann mal sagen, okay, Radsportmanager ist gerade nicht so meins, habe ich keine Lust. Müsste ich nach dem derzeitigen System hingehen und müsste sagen, der breche ich ab, ja, oder pausiere ich. Aber in so einem Staffelsystem kann ich sagen, nee, die Staffel, die ist abgeschlossen und jetzt pausiert das Projekt und ich mache das vielleicht in 1-2 Monaten wieder mal weiter, weil ich dann wieder Lust drauf habe. Ja, also, oder weil ihr vielleicht auch danach fragt, dass ich es weitermache, das kann natürlich auch sein, ja. Also, ich finde, so ein Staffelsystem hat so viele Vorteile, dass ich eigentlich doof wäre, wenn ich es nicht anwende. Und dass es auch unfair euch gegenüber wäre, wenn ich es nicht anwende. Denn, wie gesagt, hier meine Abonnenten, meine Zuschauer, die wirklich über jedes Video und jeden Feed von mir informiert sein wollen, ihr könnt abstimmen, ihr könnt mit runterschreiben, blödes Projekt, habe ich keine Lust drauf, mach was anderes. Aber die Leute, die hier zuschauen, die vielleicht so wie ich früher über einen Bookmark auf meinen Kanal gehen, die können das eben nicht. Aber auch die möchte ich mit einbeziehen und deshalb läuft im Prinzip in Zukunft bei meinen Staffeln eine permanente Abstimmung über die Aufrufzahl. Also wenn dann irgendeiner herkommt und sagt, okay, das Projekt interessiert mich nicht und guckt dieses Projekt nicht, weil es ihn nicht interessiert. Und dann stimmt er damit gegen das Projekt. Und wenn das viele Leute tun und somit da irgendwie eine möglichst kleine Zahl wie 0, 1 oder 5, na gut, 5 vielleicht noch nicht mal, aber vielleicht 0 oder 1 Zuschauer auf einem Video sind, dann denke ich ganz einfach, hat das Projekt so ein bisschen sein Ziel verfehlt. Und wenn es euch nicht interessiert, warum soll ich das dann weitermachen? Und dann kann ich dann so nach einer Staffel beruhigt beenden. Eine Staffel werde ich allerdings dann trotzdem hochladen, weil man muss ja jedem Projekt auch ein bisschen Zeit geben. Ist ja nicht so, dass wenn ich dann jetzt zum Beispiel heute eine Folge hochlade, morgen schon klar ist, dass es keiner sehen will. Es gibt ja Menschen, die haben mal keine Zeit oder sind mal in Urlaub oder ja, also es braucht ja alles so ein bisschen Zeit, aber trotzdem komme ich einfach einfacher aus der Nummer raus und kann für euch in Zukunft Videos produzieren, die euch dann auch interessieren und die uns beiden Spaß machen und nicht nur, die mir Spaß machen, ich lade sie hoch und ihr sagt, was soll denn der Blödsinn jetzt? Also gut. Wie gesagt, ich werde also vermutlich umstellen, also nein, ich werde es eigentlich machen, ich werde umstellen auf ein Staffelsystem. Bin natürlich auch an eurer Meinung interessiert, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Staffelsystem gut oder schlecht findet und warum, vor allem warum. Das Warum ist das Wichtigste, also nicht hinschreiben, ich finde ein Staffelsystem blöd,
Das hilft mir nicht weiter, weil es gibt mir kein Gegenargument gegen die ganzen Vorteile, die ich so sehe. Aber ihr könnt da ruhig mal was reinschreiben. Also warum ihr das vielleicht blöd findet oder warum ihr es gut findet. In Zukunft wird das Ganze dann so aussehen, dass ich das Ganze nenne Let's Play Fußballmanager 12 Part 1.14 zum Beispiel. Das bedeutet dann die erste Staffel, dann kommt ein Punkt und dann kommt die 14 für die 14. Folge der ersten Staffel. Damit umgehe ich auch das Problem, dass wir irgendwann Radsportmanager Teil 721 haben, weil den wird es dann nicht mehr geben. Da gibt es vielleicht auch einen 7.21, aber das bedeutet dann, dass die 7. Staffel und die 21. Folge ist ja auch schick, oder? Also ich meine, weitergehen wird das Ganze, keine Angst. Also ich stelle jetzt nicht irgendwie einen Radsportmanager oder einen Fußballmanager ein, weil ich irgendwelche tollen Ideen habe, dass ich jetzt irgendwas anderes spielen muss, unbedingt oder so. Ne? Also es geht einfach hier auch um jetzt schon eine Zukunft oder eine Vorbereitung für die Zukunft, weil da wird noch einiges kommen. Ich habe ja noch einiges vor hier auf dem Kanal und da muss man sich schon mal so ein bisschen für richten. Also das war eigentlich somit das Wichtigste, was ich euch eigentlich mal klar machen wollte. Ja klar, was ich, um Klarheit zu schaffen, so rum wollte ich sagen, euch mal mitteilen wollt. Jetzt habe ich die Buchstaben sortiert. Ist schon ein bisschen später und ihr wisst, wenn es ein bisschen später ist, da kommen lustige Dinge zustande. Da gibt's auch Touren, wo ich gar nicht weiß, was ich gemacht habe in der Tour. Ja, also wie gesagt, darüber wollte ich euch halt mal informieren, dass ich sowas andenke oder plane und demnächst vielleicht auch schon anfangen werde, hier alte Videos dementsprechend umzubenennen. Und auch die Playlists und so weiter dahingehend ein bisschen anzupassen, dass das Ganze ein bisschen sinnvoller wird alles. Und ich bin trotzdem auch an eurer Meinung dazu interessiert. Gut, dann komme ich noch zum letzten Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Und das sind hier unten meine Let's Play-Freunde. Ja, vielleicht habt ihr euch gewundert, Let's Play-Freunde, was hat denn da jetzt Neues? Kanalbox, die Kanalbox ist eigentlich bekannt, die hat ja jeder Kanal. Und viele ballern da irgendwelche Leute rein, keine Ahnung warum oder weshalb, ohne Sinn, ohne Verstand und ohne Hirn manchmal. Also da gibt's Kanäle, da drückt man dann drauf und wundert sich, dass sowas überhaupt in der Kanalbox gelandet ist, was dort auf dem Kanal stattfindet. Deshalb möchte ich hier ganz speziell nochmal was zu meiner Kanalbox sagen. Der erste Punkt, den ich mal sagen will, ist an alle Leute, die mir Abos geben und mir PNs schreiben, dass ein Abo auch für sie hilfreich wäre. Ihr braucht euch die Arbeit nicht machen. Ja, weil ich bin gegen Sub for Sub. Und zwar so dagegen, dass ich sowas prinzipiell sowieso nicht mache. Ich bin auch nicht für Box for Box. Also auch hier unten kommt keiner rein, mit dem ich nicht mindestens mal eine Stunde irgendwie in Skype verbracht habe, um irgendwie mal zu gucken, wie ist der Typ so drauf, was hat er so für Ziele, wie stellt er sich das Ganze vor und macht er die Qualität oder will er die Qualität liefern, die ich auch von meinem eigenen Kanal erwarte. Das heißt, Sub for Sub Anfragen, Box for Box Anfragen, könnt ihr direkt mal, braucht ihr euch die Mühe gar nicht zu machen bei mir, braucht ihr gar nicht anfragen, mache ich eh nicht mit. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Also die Leute hier unten, die sind mir wichtig. Das sind wirklich Let's Play-Freunde. Das sind Leute, mit denen stehe ich in regem Kontakt. Mit denen tausche ich mich aus. Und die dürft ihr gerne mal besuchen. Hier zum Beispiel Play with a Smile. Das ist unser Flashy-Let's Play. Und Flashy macht ja auch die Tour de France. Er spielt nur die Tour derzeit. Er ist gerade am Überlegen, mit was er weitermacht. Er hat dazu auch eine Frage gestellt in seinem Video, wie er denn weitermachen soll, hat bis jetzt leider nur einer drauf geantwortet. Falls ihr seine Videos verfolgt, wäre es schick, wenn ihr euch da auch mal ein bisschen einbringt und ihm vielleicht mal sagt, mit was er denn weitermachen soll, ob mit dem Giro oder mit der Vuelta. Gut, was hat er noch? Er hat ein paar Videos hochgeladen, unterschiedliche Qualität gerendert. Und auch da hat er gefragt, was denn besser aussieht. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, denn das ist auch eine Info, die an mich weiterfließt, also die auch für meine Tourparts in Zukunft interessant sein könnte. Und deshalb würde es mich freuen, wenn ihr bei der Geschichte, falls ihr seine Videos guckt, auch mal mitmacht und da auch so ein bisschen, ne, unterstützend dabei seid. Da haben wir beide was davon. Da können wir in Zukunft bessere Videos vielleicht für euch liefern, wie auch immer. Dann möchte ich mich hier unten noch bei tom.io bedanken. Also
ich hätte das nie erwartet, dass das so einen Kontakt gibt, wie es den Kontakt gegeben hat. Und bin ihm sehr, sehr, sehr dankbar für die ganze Unterstützung, die er mir schon hat zukommen lassen. In Form von Gesprächen, wo er mir Dinge erklärt hat, die ich einfach so nicht verstanden hätte. Also auch da, das halte ich nicht für selbstverständlich. Das macht er bestimmt auch nicht für jeden. Und da bin ich dir sehr, sehr dankbar, Tom, und möchte ich deshalb auch hier mal im Video erwähnen und einfach mal Danke sagen für das, was du schon an Zeit, sag ich mal, mir zur Verfügung gestellt hast, was bei deinem Arbeitsumfang, den du so ablieferst, allein schon für deinen Kanal, in meinen Augen nicht wirklich selbstverständlich ist. Dafür recht, recht herzlichen Dank. Gut, gibt's noch irgendwas, was ich sagen wollte? Ja, eines gibt's noch, und zwar, also ihr seht, wir haben hier den, wo sind wir überhaupt? Also wir haben heute den 5.9., wo ich das Video hier aufnehme, und wir haben hier einen Fußballmanager Part 14. Als nächstes werde ich einen Radsportmanager Part natürlich wieder hochladen, so wie ihr das von mir gewohnt seid. Und da habe ich mal ein ganz verrücktes Experiment gemacht. Und ich wäre auch da mal froh, wenn ihr mir ein kleines Feedback gebt, wie denn so die Videoqualität von diesem Video ist, ob die jetzt schlechter, besser oder gleich gut ist zu den Videos, die ich bisher hochgeladen habe. Würde mich einfach mal interessieren, weil es einen großen, wirklich großen, ganz großen Impact hat auf das, wie das Ganze mit der Tour und dem ganzen Gerenders weitergeht. Übrigens auch dazu mal noch ein Dankeschön an Flashy, mit dem ich wirklich Stunden in Skype verbracht habe, um nur über das Thema, wie rendert man am besten den Radsportmanager, mich ausgetauscht habe. Da haben wir abwechselnd gerendert, abwechselnd hochgeladen, abwechselnd angeschaut. Wir bewerten unsere eigenen Videos, teilweise noch vor der Veröffentlichung, ob die jetzt gut sind oder nicht gut sind und ob man das so machen kann oder nicht so machen kann. Und für diesen regen Austausch mit dir, Flächi, möchte ich auch nochmal einen recht herzlichen Dank sagen. Ich glaube, das ist auch nicht so selbstverständlich, dass zwei Leute, die das gleiche Spiel Let's Play in so einen Kontakt haben und so gut zusammenarbeiten. Das ist schon, ja, wie soll ich sagen, ist schon Hammer. Dafür nochmal ein recht herzliches Dank an dich. Ja, also wie gesagt, wäre schön, wenn ihr mir da mal drunter schreibt, ob das so passt. Wenn das nämlich so passt, dann wird's für mich extrem viel einfacher, in Zukunft Tourparts hochzuladen und euch zu präsentieren. Gut, jetzt bin ich gerade am Überlegen, war noch irgendwas? Nö, eigentlich bin ich dann so weit durch, hat auch lang genug gedauert, sind schon wieder 22 Minuten zusammengekommen, wenn ich auf meine Uhr gucke. Und ich bedanke mich, dass ihr hier bis zum Schluss durchgehalten habt, dass ihr das Infovideo euch angeschaut habt. Über Feedback unter dem Video bin ich natürlich extremst dankbar, denn alles, was ich hier so mache, das entsteht in meinem Kopf. Und Feedback brauche ich von euch, weil es betrifft ja auch euch. Es ist ja nicht so, dass das nur mein Kanal ist, sondern der Kanal, der wird zwar von mir gemacht und von mir betreut und da werden von mir Videos hochgeladen, die ich produziere, aber ohne euch wäre eben einfach nur so ein kleiner Kanal, der irgendwo auf YouTube rumschwirrt, und deshalb gehört ihr auch zu dem Kanal und deshalb könnt ihr da ruhig mal ein Feedback dazu abgeben, was ihr von meinen Ideen so haltet. Über neue Projekte will ich hier noch nichts sagen, da will ich euch überraschen. Genauso will ich auch noch nicht so genau sagen, was ich mit dem Fußballmanager vorhab. Da will ich euch auch ein bisschen mit überraschen. Und ich hoffe, dass alles, was ich da noch mache, eine positive Überraschung für euch ist. Gut, lang genug rumgeschnackt, die Zeit rinnt davon und das Video wird immer länger. Ich sag danke für die Aufmerksamkeit, die ihr mir hier entgegengebracht habt. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Und noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit den Let's Plays, die ich hochlade. Und macht's gut. Bye, bye.